Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monia und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du diese Papierblumen selber basteln kannst. Bevor ich das tue, bitte abonniere unseren Kanal, klicke die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer ich ein neues Video poste und klick auf den Like-Button. Ja, hier einmal die Druckvorlage, die du brauchst, bevor wir losbasteln können. Also entweder findest du im Link unter dem Video zu dieser Druckvorlage oder aber du kannst dir die natürlich auch selber basteln. Dann benötigst du unser Kit Cozy Wintertime. Der Link dazu ist ebenfalls unter diesem Video zu finden. Außerdem benötigst du noch ein bisschen Garn, eine Nadel und Klebe und eine Schere. Und dann kann es natürlich auch schon losgehen. Diese Bastelei kannst du auch ganz prima mit deinen Kindern umsetzen. Ich habe jetzt mal hier einfach die Datei ausgedruckt. Das heißt, das PDF wird einfach nur doppelt geklickt und dann ausgedruckt. Und das macht besser nicht nur einmal, sondern ziemlich häufig. Wir brauchen nämlich einige von diesen Papierblumen. Ja, und wenn du das gemacht hast, kannst du die beiden direkt zusammenkleben. Das wäre cleverer. Ich habe das jetzt hier nicht gemacht. Ich mache das gleich erst nach dem Nähen alles zusammen. Und dann faltest du hier diese Häuschen, wie ich die gerne nenne, so auf die Hälfte zusammen. Und wenn das geschehen ist, dann geht es auch schon weiter. Dann nähen wir das Ganze zusammen und kleben es dann auch zusammen. Ich habe mir jetzt einfach Nadel und Faden fertig gemacht und jetzt nähe ich das hier einmal so kurz ein bisschen zusammen, einfach damit es hält, steche ich ein paar Mal da durch, wie man das eben so macht. Und danach gehe ich einmal unten komplett durch die ganze Länge hindurch, damit alles ja einfach aufgezogen ist sozusagen. Ja, das zweite Stück Papier nähst du jetzt genauso weiter, einfach weiter da dran, damit das Ganze sich zu einer Rundung zusammenzieht. Und wie gesagt, wir kleben das noch aufeinander, damit das schöner aussieht. Wie gesagt, du wiederholst das jetzt noch einige Male. Ja, so 10 Papierblumen brauchen wir bestimmt, um das Ganze an einen Zweig zu hängen oder vielleicht auch einfach nur so ins Fenster. Und dann sieht das natürlich richtig schön aus. Ich hoffe, dir hat unsere kleine Bastelei gefallen und wenn dem so ist, dann freue ich mich darauf, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, tschüss!